was haben wir gerade gesehen? Missy Elliott, I'm Better. Ganz neues Video. Warum habe ich das ausgewählt? Wer mich kennt, weiß, ich bin nun alles andere als Hip-Hop-Spezialist. Gleichwohl mich immer mal wieder Produktionen wie diese streifen und vor allen Dingen auch begeistern. So wie in diesem Falle. Was fasziniert mich? Aus meiner Wahrnehmung ist das wirklich State of the Art, was den technischen Standard betrifft, was die Hightech-Produktion betrifft, bei gleichzeitigem maximalem Ausreduzieren desselben auf höchstem Niveau. Das Ding hat für mich wahnsinnig viel mit extremem Minimalismus zu tun, was einfach die Abgespecktheit der Musik betrifft, wie ausreduziert das ist, was mich wiederum in Bezug auf mein Verhältnis zu minimalistischer Technomusik sehr wohl interessiert, und da sehe ich eine Brücke. Die Sounds, das Wesentliche, der Raum, den der Bass einnimmt, wie der funktioniert, auf den kleinsten bis auf den größten Boxen, dieses extrem austarierte, ja, dieses amerikanische Hightech-Hochglanz-Pop-Art-Produkt, möchte ich fast sagen, was das für mich repräsentiert, ist das, was mich jetzt seit einigen Wochen, seit ich mir das gerne immer wieder, einerseits aus Gründen persönlicher Begeisterung oder andererseits, um auch mich selber anzuspornen, um zu sagen, schau dir das an, das ist ein weiter Weg, dahin zu kommen, auf so hohem Niveau wegzulassen, wie das in diesem, bei diesem Video der Fall ist. Das ist wirklich Minimalismus at its best, das ist die hohe Kunst des Weglassens. Dazu kommt, dass das Ganze extrem abstrakt ist, dass wirklich jeder Ton, auch die Stimmen, der Gesang, der Rap so ausreduziert sind und so extrem technisiert sind, dass die Grenze wirklich zwischen Mensch und Maschine hier auf eine Art und Weise nochmal verschwimmt, wie mich das eigentlich nur begeistern kann, seit ich mich generell für die Symbiose von Maschine und von Mensch und Maschine begeistern kann. Dazu kommt, dass das Ganze fast schon, wenn man bedenkt, dass das Mainstream ist, dass das Chartmusik ist im Grunde, mit unglaublichem Aufwand und mit einem riesigen Apparat dahinter und auch mit riesigen Budgets, teilweise fast dadaistische Strukturen hat, wirklich extrem abstrakt ist und auch schwierige, sehr kunstvolle Tendenzen hat und so eine brillante Brücke zum Mainstream bis hin zur Teenie-Pop-Kundschaft erreicht, ist das etwas, wo man aus Sicht kunstvoller Minimaltechno-Musik bisweilen nur von Neid erblassen kann, wie das funktioniert. Das hat natürlich was damit zu tun, dass der Hip-Hop generell, der amerikanische natürlich auch, von Frontmännern und Frontfrauen leben, die das repräsentieren. Das heißt, der klassische Sänger, wenn auch in Anführungsstrichen zunehmend abstrakter, findet statt, was einen Bezug zur Popkultur, zum Popsong im Allgemeinen bietet. Dennoch empfinde ich das als so radikal weit und so konsequent in der Art und Weise, wie auch mit den Stimmen gesplattert wird, wie mit modernen Mitteln das Ganze in der Mischung aus extremem Hightech-Hochglanz, was fast wie Hightech-Werbung funktioniert einerseits, aber andererseits einen ganz, ganz starken Kunstbezug hat oder so. Man kann unglaublich viele Dinge darin sehen, von minimalistischen Loop-Strukturen bis hin zu Jeff Koons-Ästhetik, was auch immer man findet. Und das auf so einem hohen Niveau. Ich erinnere mich, als vor etlichen Jahren kam dieser überaus minimalistische Song raus, Drop It Like It's Hot, Snoop Dogg, Pharrell Williams. Ein total ausreduziertes Ding, wo nur mit der 808 Bassdrum der Bass erzählt wurde und obendrauf eben gerappt wurde. Das hat mich natürlich an beste minimalistische Minimal-Techno Tracks erinnert, die mich mein Leben lang begeistert haben, die wirklich extrem ausreduziert waren und die im Grunde genommen nur von Bassdrum und ein bisschen drumherum gelebt haben. Was aber in Techno eher ein Underground-Thema ist, schon fast die fachspezifische Minimal-Art-Richtung von Minimal-Techno und im Hip-Hop eben in der Entsprechung am Beispiel dieses Songs, beispielsweise Drop It Like It Hot, Nummer 1 der amerikanischen Charts erreicht. Da kann man als kleiner Kölner Minimal-Techno-Künstler eigentlich nur verneint erblassen. Und weiter geht's.